Für viele Neueinsteiger kann die riesige Kampagne von Immortal Empires ziemlich überfordernd sein. In diesem Video möchte ich Anfängern einen Kompass mitgeben, wie sie sich beim Planen der nächsten Schritte orientieren können. Bei einer Kampagne startet ihr in der Regel mit einer verfeindeten Fraktion und euer Kommandant beginnt in der Nähe einer ihrer Armeen. Also bringen wir unseren Held in die Armee und greifen direkt an. Nach wenigen Runden solltet ihr den Feind zerschlagen und eure erste Provinz gesichert haben. Einige haben jetzt das Problem, dass sie in dieser riesigen Sandbox-Welt nicht weiter wissen. Ein guter Indikator können hier die Ziele für einen kurzen oder langen Kampagnensieg sein. Steht da im Grunde genommen nur, dass ihr 30 Siedlungen besetzen sollt, dann seid ihr wieder auf euch alleine gestellt. In diesem Fall empfehle ich euch, euch eine Übersicht zu verschaffen. Auf der Karte könnt ihr über die Filterfunktion ganz einfach herausfinden, welche Region das für euer Volk beste Klima hat, damit ihr keine Mali erleiden müsst. Das sind erstmal die potenziellen Orte, an denen ihr euch ausbreiten solltet. Ein Blick auf die Gesinnung zeigt an, welche Fraktionen euch positiv oder negativ gegenüberstehen. Im besten Fall schafft ihr euch ganz nach der Bismarckschen Bündnispolitik einen Gürtel an Freunden an euren Grenzen an, sodass ihr keinen Krieg an mehreren Fronten führen müsst. Über die Schaltfläche Schnellhandel könnt ihr direkt einsehen, welche Angebote von anderen Fraktionen angenommen werden könnten. Wenn die negative Zahl sehr niedrig ist, können wir meistens mit einer kleinen Geldzahlung das notwendige Argument liefern. Wenn die Zahl positiv ist, können wir über das Wagensymbol sogar noch eine Ausgleichszahlung fordern. Doch manchmal wollen die Fraktionen einfach nicht so, wie wir wollen. Umso wichtiger ist es, dass wir einen hohen Verlässlichkeitswert haben und zu unserem Wort stehen. Es kann aber auch einfach sein, dass die Persönlichkeit unseres Gegenübers einfach ein wenig ablehnender ist. Grundsätzlich ist aber die Sympathie einer der größten Hebel. Diese können wir beispielsweise auch damit beeinflussen, indem wir die gleichen Verbündeten und dieselben Feinde wie die Fraktion haben, die wir umgarnen wollen. Handeln wir jedoch mit deren Feinden oder gehen gar militärisch gegen die Verbündeten vor, könnte das schwere Folgen haben. Wir sollten also immer einen Blick auf die Diplomatie unseres Umkreises haben. Bestehende Abkommen helfen aber auch bei der Steigerung der Sympathie. Manchmal hilft es auch einfach schon, einen Kriegsbeitritt anzubieten. Mit der Zeit steigt ihr in der Gunst auf und könnt euch immer mehr mit der Fraktion verbandeln. Eventuell sogar mit einem militärischen Bündnis. Und so könnt ihr mit cleverer Bündnispolitik eure Grenzen großteilig absichern und euch in möglichst eine Richtung ausbreiten. Konföderationen mit Fraktionen eures eigenen Volks können darüber hinaus euer Gebiet vergrößern und lässt euch dabei sogar legendäre Lords übernehmen. Wenn ihr auf diesem Wege erst einmal eine leichte Kampagne bewältigt habt, steht euch die Welt einfach nur offen. Ihr könnt euch eigene kleine Challenges setzen und eigene Sandbox-Erfahrung schmieden. Die meisten Veteranen genießen es einfach nur, ein Teil dieser unbarmherzigen Welt zu sein, oder sie planen absolut alles zu unterwerfen. Dabei sollte der Weg immer das Ziel sein. Und absolut jeder Spielstil findet hier ganz sicher seinen Platz. Wenn du meinem Spielstil einsteigerfreundlich über die Schulter blicken möchtest, dann schau doch gerne hier rechts vorbei. Und wenn du noch weitere kleine Guide-Videos für Anfänger sehen möchtest, dann bist du hier links richtig.